Am 1. Januar 2025 kommt die E-Rechnungspflicht in Deutschland. Und rund um das Thema habe ich schon wahnsinnig viele Geschichten, Mythen und Irrtümer gehört. Und in diesem Video schauen wir uns mal die 5 häufigsten Irrtümer an und besprechen, was denn da dran ist. Und der erste Punkt ist, E-Rechnung mache ich doch schon lange. Ich verschicke meine Rechnungen schon seit Jahren elektronisch. Ja, das stimmt, aber wahrscheinlich nicht in dem zukünftig gültigen E-Rechnungsformat. Wir alle sind es gewohnt, dass wir unsere Rechnungen als PDF verschicken oder als PDF erhalten. Eine PDF ist aber keine E-Rechnung nach der neuen gesetzlichen Regelung. Es gibt nämlich da vorgeschriebene Rechnungsformate, die in Zukunft verwendet werden müssen. Zum Beispiel die X-Rechnung oder die Zugpferdrechnung. Das heißt, du musst deine Prozesse umstellen, auch wenn du in der Vergangenheit PDFs verschickt hast. Der zweite Irrtum, den ich ganz häufig höre, klingt ganz häufig so. Was macht denn jetzt die Oma um die Ecke? Was macht denn Oma Emma, Oma Erna, Oma Anneliese? Was machen die denn jetzt, wenn sie plötzlich eine E-Rechnung bekommen? Wie sollen die denn lesen? Und hier eine ganz wichtige Klarstellung, weil das Ganze habe ich sehr, sehr oft gehört. Oma Emma, Oma Anneliese oder Oma Erna sind wahrscheinlich keine Unternehmen. Die E-Rechnungspflicht gilt nämlich nur bei Rechnungen, die von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen geschickt werden. Das heißt nur bei B2B-Umsätzen. Sogar nur erstmal zumindest nur bei innerdeutschen B2B-Geschäftsbeziehungen. Das heißt, wenn du als Kunde ein österreichisches Unternehmen hast, musst du auch keine E-Rechnung ausstellen. Deswegen die ganzen Omas und übrigens auch Opas und auch die jungen Leute, die einfach nur privat etwas kaufen, die werden ab 2025 jetzt keine E-Rechnung bekommen, sondern die können ihre Rechnung nach wie vor so bekommen, wie sie das heute bekommen und gestern bekommen haben. Da gibt es keinerlei gesetzliche Anpassung. Ein dritten Satz, den ich ganz häufig höre, ist sowas wie, E-Rechnungspflicht muss ich sowieso nicht machen. Ich bin ja Kleinunternehmer und ich weiß ja sowieso keine Umsatzsteuer aus. Und da muss ich dich leider enttäuschen. Tatsächlich gibt es keine Größenvereinfachungen für kleine Unternehmen. Mit einer kleinen Einschränkung. Die Verpflichtung, E-Rechnungen zu verschicken, die gilt ab dem 1. Januar 2027. Außer wenn du unter 800.000 Euro Umsatz im Jahr machst, das heißt, du bist klein, ich meine so klein, wie man halt mit 800.000 Euro Umsatz ist, dann musst du erst ab dem 1. Januar 2028 tatsächlich eine E-Rechnung verschicken. Dann gilt das aber auch für Kleinunternehmen, auch für nebenberufliche Selbstständigkeiten im Rahmen von irgendeinem kleinen Gewerbe. Du musst dann eine E-Rechnung ausstellen, wenn deine Kunden zumindest ein Unternehmen sind. Dieser Irrtum kommt übrigens daher, dass es eine Vereinfachungsregelung gibt für kleine Umsätze, also für kleine Rechnungen. Denn es gibt die sogenannten Kleinbetragsrechnungen. Das sind Rechnungen, wo der Rechnungsbetrag unter 250 Euro liegt. Und diese Rechnungen bis 250 Euro, die müssen tatsächlich nicht im E-Rechnungsformat ausgestellt werden. Das bedeutet, wenn du in deinem Online-Shop beispielsweise Produkte verkaufst und die Produkte kosten maximal 250 Euro und generell sind die Rechnungen immer unter 250 Euro, dann musst du dir über das ganze Thema auch keine Gedanken machen. Dann kannst du auch deine Rechnung so ausstellen, wie du es schon immer gemacht hast. Der vierte Irrtum knüpft so ein bisschen daran an und lautet so ein bisschen wie, ab dem 1. Januar 2025 ist alles anders und Buchhaltung wird grundsätzlich anders gemacht. An der Stelle ganz ruhig bleiben. Ab dem 1. Januar 2025 gilt nur die Verpflichtung, dass du in der Lage sein musst, eine E-Rechnung zu empfangen, nicht auszustellen. Und empfangen kannst du sie mit einer E-Mail-Adresse. Das bedeutet, du bist durch diese gesetzliche Regelung jetzt verpflichtet, wenn du ein Unternehmen hast, ab dem 1. Januar 2025 eine E-Mail-Adresse zu haben. Und ja, das ist eine Verpflichtung, aber die zu erfüllen ist jetzt auch nicht so schwer. Ausstellen musst du die E-Rechnung, wie ich eben schon gesagt habe, erst ab dem 1. Januar 2027 beziehungsweise ab dem 1. Januar 2028, wenn du unter 800.000 Euro Umsatz machst. Das bedeutet, ja, da wird jetzt was eingeführt, aber das Ganze dauert. Du kannst auch noch weiterhin die nächsten 2 bzw. 3 Jahre PDF-Rechnungen verschicken, Papierrechnungen verschicken und so weiter. Und fünftens höre ich ganz häufig die Aussage, jetzt zocken uns die Buchhaltungsprogramme so richtig ab. Weil jetzt brauche ich ja irgendeine Software, mit der ich so E-Rechnungen verarbeiten kann. Also schreiben kann, aber auch die eingehenden E-Rechnungen irgendwie verarbeiten können muss. Und jetzt muss ich ein Buchhaltungsprogramm kaufen. Aber das lohnt sich für mich ja gar nicht, weil ich nur eine kleine Nebenbei-Selbstständigkeit habe. Und hier kann ich dir auch so ein bisschen Entwarnung geben. Und zwar
das, was ich bisher beobachte, zum Beispiel bei Selfdesk oder bei LexWare Office, dann sieht man da ganz klar, die E-Rechnung ist jetzt nicht nur im teuersten Paket enthalten, sondern in der Regel in allen. Sogar ganz im Gegensatz. Es gibt so Anbieter wie zum Beispiel Accountable, meiner Meinung nach ein sehr empfehlendes Tool, gerade wenn man nebenberuflich selbstständig startet oder die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nimmt und eine Software für alle buchhalterischen und steuerlichen Angelegenheiten haben möchte. Und Accountable hat jetzt schon angekündigt, dass E-Rechnung schreiben wird bei Accountable kostenlos sein. Das heißt, wenn du dich vorbereiten möchtest und ab dem 1. Januar 2025 schon gewappnet sein möchtest, für die E-Rechnungen aber kein Geld bezahlen möchtest, dann schau dir gerne mal Accountable an. Du findest dazu auch einen Link unten in der Videobeschreibung. Aber ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass in den nächsten Wochen und Monaten eine ganze Reihe von Softwarelösungen auftauchen werden, die das E-Rechnungsschreiben kostenlos anbieten werden. Von daher würde ich erstmal sagen, gar kein Stress. Ab dem 1. Januar reicht sowieso erstmal nur eine E-Mail-Adresse und schreiben musst du die E-Rechnung dann in 2 oder 3 Jahren. Und wenn es bis dahin nicht mindestens 5 oder 10 Anbieter gibt, mit denen du kostenlos eine E-Rechnung schreiben kannst, dann kannst du dich gerne in 2 oder 3 Jahren hier im Kommentarbereich kräftig bei mir beschweren. Es würde mich sehr überraschen, wenn es keine kostenlosen Lösungen dafür geben wird. Ich hoffe, mit diesem Video konnte ich dir weiterhelfen und ich konnte dir so die vielleicht ersten Ängste vor der E-Rechnungspflicht nehmen. Was hältst du generell von der Pflicht? Schreib mir gerne deine Meinung und deine Gedanken dazu unten in den Kommentarbereich. Und wenn du ganz bestimmte Fragen hast zu dem ganzen Thema E-Rechnung, dann schreib mir auch einen Kommentar unten im Videobereich, denn ich werde jetzt in den nächsten Wochen natürlich diesen ganzen Prozess der Einführung dieser E-Rechnung begleiten und immer wenn es was Neues gibt, dann werde ich dazu ein neues Video aufnehmen. Deswegen lohnt es sich auch, diesen Kanal zu abonnieren. Was sich übrigens auch lohnt, ist einmal einen Blick in die Videobeschreibung zu werfen. Da findest du eine ganze Reihe von spannenden Tools verlinkt, Geschäftskonto, Buchhaltungsprogramm, Accountable, womit du kostenlose E-Rechnung schreiben kannst und so weiter. Schau gerne einfach mal vorbei oder klick einfach direkt hier und jetzt könntest du zum Beispiel weitere Videos angucken, die ich hier auf diesem Kanal schon veröffentlicht habe, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.